Hi, und damit sei gegrüßt mit dem Zwergengenome-Hobbits. Und in Gottem, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Frag-Zwergi-Ask, Quatsch, nicht Ask-FM, Telonym-Fragerunde, Frag-Zwergi-Telonym mit dem Zwergenfürst. Ihr habt mir wieder einige Fragen gestellt, ihr habt mir ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und einige davon werde ich euch heute mal beantworten. Aber erstmal, what the holy fuck ist mit meinem Headset passiert? What the fuck? Okay. Ich brauche wohl demnächst neues Headset. Ich weiß nicht, wie zum Henker das passiert ist. Das hat jetzt hier massiv irgendwie. Habe ich das fallen gelassen irgendwie oder was ist da passiert? Ja, wie auch immer. Ich nehme ja über das Mikro hier auf, über das Tischmikro. Deswegen dürfte das hier eigentlich kein Problem sein. Ja, was auch immer mit dem Headset passiert ist. Ich hoffe, das sieht jetzt nicht zu schlimm aus hier. What the fuck ist mit meinen Haaren, by the way? Die werden auch von Tag zu Tag weniger. Ich brauche mich gar nicht zu bemühen, da oben irgendwas zu glatt zu streichen oder so. Die sahen vorher schon besser aus. Oh Mann. Zeig's noch genauer an die Facecam. Muss doch alle sehen. Ich werde gerade aus dem Kopf. Tja. Dabei bin ich erst 23. Wie sehe ich aus mit 50? Großer Gott. So, kommen wir zur ersten Frage. Hast du Tipps dafür, wenn man sich mit seinen Verpflichtungen überfordert fühlt? Das ist ja schon eine heftige Frage zu Beginn. Das ist ja, dann legt er ja gleich super los. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du eine Lösung findest, wenn du einen Tipp findest und du weißt, wie es geht, wie man, dann sag's mir. Also ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Bin ehrlich gesagt manchmal von meinen eigenen Verpflichtungen selbst überfordert und habe manchmal selbst Probleme, meine eigenen Verpflichtungen im Alltag hinzubekommen. Manchmal komme ich mit meinen Haushaltstasks gar nicht hinterher und ehe man sich's versieht, man kennt's, ja, Abwasch machen, Müll rausbringen, Wäsche waschen, etc., etc. Und ehe man sich's versieht, ist das eine wieder dran, ist dann wieder Abwasch dran, ist Müll rausbringen dran. Und gerade wenn man mit allem fertig ist, geht es schon wieder von vorne los, dann ist dann wieder das eine dran, dann ist dann wieder Einkaufen dran und dann ist wieder. Es ist, wenn man alleine lebt und wenn man Single ist und wenn man ausgezogen ist bei den Eltern, das ist. Ich bin schon ein paar Jahre lang, ich bin jetzt schon, ja, kann man schon ein paar Jahre sagen, das ist schon 3, 4 Jahre jetzt her, dass ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Aber es ist immer noch, es ist ein Prozess, der noch andauert. Ich komme mittlerweile halbwegs, ich komme dabei zurecht. Ich sag mal so, ich kriege meine Aufgaben irgendwie geschafft, aber es ist halt irgendwie, also manchmal ist es halt wirklich, manchmal bin ich, wie gesagt, manchmal bin ich wirklich überfordert von einigen Sachen. Es ist halt gefühlt, ist immer was da, was gemacht werden müsste und das ist dann immer das. Immer steht irgendwie ist, und dann ist noch Stream und dann ist noch Aufnahme und ist dann. Manchmal bleibt dann auch was 1, 2 Tage stehen, was dann irgendwie. Ja, also wenn du die Patentlösung dafür findest, wie man seine Aufgaben ideal hinkriegt, sag's mir bitte, dass ich bin auch noch nicht perfekt drin. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt jemanden gibt, der da perfekt drin ist, der seine Aufgaben richtig hinkriegt.
Ja, zweite Frage. Würdest du sagen, dass du dich oft entschuldigst? Nee, das würde ich tatsächlich überhaupt nicht sagen. Das ist also absolut nicht. Also ich entschuldige mich schon, aber auch kein einziges Mal zu viel. Und kein einziges Mal zu wenig, hoffentlich, aber auch kein einziges Mal zu viel. Ich entschuldige mich nur dann, wenn es was zu entschuldigen gibt, also wenn es was gibt, worum man um Verzeihung bitten könnte, wofür man sich entschuldigen kann, das ist, wofür man um Entschuldigung bittet. Aber ich sag, dann sage ich es auch wirklich, dann bin ich auch zu ehrlich und sage, gebe auch meinen Fehler zu und gehe dort. Aber nicht, wirklich nicht zu oft. Manchmal krass nach außen vielleicht so wirken, dass es vielleicht zu wenig ist. Manche würden sich vielleicht wünschen, dass man sich öfters für Lappalien entschuldigt. Also, das ist was ich gar nicht mag, was ich wirklich. Das mache ich auch nicht. Also, wenn für grundlose Sachen, also für komplett banale Sachen entschuldige ich mich auch nicht. Das ist dann. Das sage ich dann auch so. Nee, wieso und jetzt? Das ist doch jetzt. Das war doch jetzt keine Sache. Ich hab doch nichts getan. Also, es ist doch nichts passiert. Also, ja. Aber, also, wenn was passiert ist, wenn es einen Grund dafür gibt, finde ich dann. Ich muss mich ja nur entschuldigen, wenn ich irgendwas getan habe. Und wenn ich was getan habe, dann mache ich das auch. Das ist dann keine Sache. Dann tue ich das auch. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ich hoffe, die Frage ist zu Genüge, zur Zufriedenstellung beantwortet. Nächste Frage ist Meinung zur LED-Lichterkette im Zimmer. Also, was ich zu LED-Lichterketten meine. Da muss ich sagen, find ich mega toll, also mega toll meine Meinung dazu, also finde ich cool. Ich wollte schon länger haben eine Lichterkette in meinem Zimmer, bin ich aber nie dazu gekommen, also es ist wirklich, habe ich nie geschafft, mir so eine Lichterkette zu besorgen und ich bin da viel zu faul dazu, das da einzustöpseln und zu. Und ja, zu installieren, das war das Wort, was ich gesucht habe, das dann hinzubiegen, dass das dann cool aussieht. Andererseits ist auch, das, ja, ich bin auch nicht wirklich oft, also wenn ich live bin, bin ich dann selten mit Facecam zu sehen. Jetzt vielleicht hier Fragen beantworten, streamen, ansonsten. React-to-Videos, ansonsten, wenn ich meine Gameplay-Videos spiele, spiele ich am liebsten ohne Facecam. Ich mag mich nicht unbedingt so mit Facecam, da wenn ich nicht darauf verzichten kann. Finde ich trotzdem cool und irgendwann mache ich das auch mal. Ich bin nie dazu gekommen, das in mein Studio einzubauen, aber ich würde es irgendwann mal gerne mal tun. Das mache ich irgendwann. Ja. Falls du deine Emotionen gut kontrollieren kannst, wie schaffst du es? Ich würde schon sagen, würde mich schon so selbst einschätzen, dass ich meine Emotionen durchaus gut kontrollieren kann, dass das gebogen bekomme, dass ich das gut im Griff habe. Und wie ich das mache. Ja, Musik ist eigentlich immer meine sehr gute Lösung, finde ich. Ich liebe Musik, das ist für mich, also ich höre oft auch einfach fröhliche Musik, also wenn es mir schlecht geht, wenn ich irgendwie geschafft bin vom Tag oder wenn das Wetter schlecht ist und ich deswegen kaputt bin und mir das Wetter zu schaffen macht oder wenn es ein schlechter Tag ist und ich irgendwie, auch wenn es kein schlechter Tag ist, wenn es mir gut geht, ich höre gern Musik. Auch wenn, ja, an schlechten Tagen, wenn es mir schlecht geht, dann höre ich mal fröhliche Musik, mein Lieblingssongs, so ein bisschen wippeln bis zur Musik, mach dann so ein bisschen Groove.
Grooven zur Musik, so ein bisschen Sitztanz. Und ja, wackel so ein bisschen mit dem Kopf dann zur Musik. Manchmal singe ich so mit zu dem Lied, manchmal, wenn ich den Text schon kann, dann ist dann so ein bisschen. Manchmal summe ich so ein bisschen, wenn ich den Text noch nicht so gut kann. Manchmal tanze ich so im Sitzen so ein bisschen mit und manchmal singe ich auch mit. Das ist dann einfach. Ja, dann bin ich halt. Und wenn man das so macht, dann kommt auch, dann geht die Stimme gute, dann geht die gute Stimmung, ja genau, dann geht die schlechte Stimmung auch irgendwann schnell wieder weg. Das könnte ich dann, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage irgendwie beantwortet, aber lieber, es mir schlecht ist, kriege ich das so hin. Emotionen kontrollieren. Ja, ich kann es halt auch stark davon unter, ich kann halt, kann es auch abgrenzen, was ist Dream, was ist Aufnahme und was ist, na, Realität will ich nicht sagen, aber was ist nach dem Stream. Und dann kann ich halt sagen, auch wenn es mir mal schlecht geht an einem Tag, wenn ich mal traurig bin an einem Tag oder wenn es mir irgendwie runtergezogen bin, manchmal merkt man es schon im Stream, dass dann so, also, dass ich dann vielleicht nicht eine von nicht voll meckere, sondern dass das dann einfach das dann, ja, ist dann für den Streamer ein bisschen, ja, bei der Sache bleibe, bei der Aufnahme bin, beim Thema bin und dann danach halt das dann. Ich würde mich so einschätzen, dass ich das hinkriege. Also müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Ja. Musik ist mein. Ist meine Sache auch aus schlechten Zeiten rauszukommen. Würde ich so sagen. Kommen wir zur nächsten Frage. Damit wir hier mal vorankommen. Glaubst du an Karma? Glaubst du an das Karma? Das ist wieder so eine riesige Frage. Das Karma, ob ich daran glaube. Also. Erstmal, ich glaube an Gott, kann man direkt, kann ich so sagen, das ist kein Geheimnis. Den Gott des Christentums. In gewisser Weise glaube ich also so ein bisschen ans Prinzip von Karma, kann man so sagen. Nur das heißt halt bei mir nicht Karma, sondern eher, ja, das ist das Leben, das Schicksal oder sowas, so würde ich das bezeichnen. Keine Angst, ich glaube nicht daran, dass jetzt Gott irgendwie den Menschen irgendwie bestraft für sein schlechtes Handeln oder so etwas, dass der strafende Gott da seine Hand drüber hält und dann also irgendwie sagt so, du hast das Böse getan, die Plage kommt jetzt über dich, das ist, also, ich glaube nicht daran, dass Gott den Menschen irgendwie für böse Dinge bestraft oder so. Ich würde so ausdrücken, dass Gott jedem von uns die Aufgabe gegeben hat, Gutes in der Welt zu tun, also Gutes in die Welt zu setzen. Und also unser Job auf Erden ist es, nach unseren besten Möglichkeiten, nach dem Menschen möglichen, also das, was dir mit deinen Fähigkeiten und deinen Eigenschaften möglich ist, dass du dann da dein Bestes zur Welt hinzufügst, dass du da dein Bestes zur Welt beiträgst. Und da gibt es diesen treffenden Spruch, der oft die goldene Regel genannt wird: Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist diese, also im Christentum weit verbreitet, vielleicht auch außerhalb des Christentums, das ist halt nur die große goldene Regel. Und ich finde, das wiegt auch ein bisschen mehr als Karma, also diese goldene Regel. Das ist so ein bisschen. Ich finde, ein guter Christ, ein guter Gläubiger tut nicht Dinge aus Angst, also aus Angst vor dem Karma zum Beispiel, dass du, es ist ja so, wie ich das verstehe, ist das ja beim Karma so. Dass du halt, dass es vielleicht irgendwann mal was zurückkommt, dass das halt wie, wenn du was Böses tust, dass es wie ein Bumerang zurückkommt und dich auch mal böse trifft und dass du es halt nichts Böses machst. Ich denke, bei der goldenen Regel, also wie ich es interpretiere,
geht es auch beim Christentum darum, dass man bedingungslos, also dass man das bedingungslos Gutes gibt und nicht Angst davor, nicht aus Angst davor, was zurückzukriegen, nichts Schlechtes tut, sondern einfach Gutes tun. Und fehlen ist menschlich, und wenn mal was passiert, was böse geendet ist, also was man böse gemacht hat, was irgendwie was schlecht ausgegangen ist, dann braucht man keine Angst zu haben, wie ich finde, dass es zurückkommt, dass da wie ein Bumerang, dass dann irgendwann dass dich das dann wieder hart trifft. Da bin ich der Überzeugung, geh hin zu dem du Böses getan hast, und bitte aufrichtig um Verzeihung. Also geh zu dem du Schlechtes getan hast, dem Menschen hin, und entschuldige dich und bitte um Verzeihung. Dann ist auch alles, dann bitte Gott um Verzeihung, wenn du gläubig bist. Und vor allem bitte dich, auch wenn du nicht gläubig bist, bitte dich um Verzeihung. Das ist das Wichtigste. Das ist, dass du erstmal musst du dir selbst verzeihen, und erstmal musst du dich selbst um Vergebung bitten, damit du dir verzeihen kannst, damit das wieder in Ordnung kommen kann. Und dann tust du auch wieder gute Dinge. Das ist alles, der Mensch tut schlechte Dinge und gute Dinge. Es kommt halt darauf an, ja, wie im Harry Potter Teil 5 Zitat von Sirius Black. Der Mensch besteht aus einer guten und einer schlechten Seite. Es kommt halt darauf an, welche Seite du für dein Handeln hervorhebst. Jeder Mensch macht Gutes und Böses. Darauf kommt es nicht an. Das ist am Ende der Tage, entscheidet es darüber, was du. Tja, es ist halt einfach unabhängig, Gutes tust und das Gute tun, unabhängig davon, ob dir das Leben und das Schicksal, also würde ich das nennen, also ich würde das eher entweder Gott oder Leben oder Schicksal, nicht Karma nenne ich das nicht. Ist ein bisschen mehr wert als das Karma, würde ich sagen. Ein bisschen stärker. Unabhängig davon, ob das Leben dir irgendwas gibt oder nimmt. Meiner Erfahrung nach nimmt das Leben lieber, als dass es dir irgendwas gibt. Ja, also muss der Mensch das tun. Also es ist das Leben, das Schicksal, das ist ein Arschloch, und das nimmt dir ganz gerne Sachen weg und stellt dir Sachen im Weg. Und da muss der Mensch dabei sein und gute Dinge tun. Und wer selbstlos gibt, also dem wird auch irgendwann was gegeben. Also es ist, wenn du was Gutes, wenn du anderen Leuten Gutes tust, ohne darauf irgendwie, ohne dafür zu erwarten, dass der andere dir dann auch im Anschluss was Gutes tut, dann kommt das irgendwann von alleine zu, dann wird das vielleicht auch irgendwann, kommt auch irgendwann garantiert was Gutes zurück. Beim Schlechten, ich würde es gar nicht mal so sagen, ich sehe es gar nicht so. Es kommt nicht immer auf das Schlechte was zurück. Es kommt auch nicht immer auf was Gutes was zurück. Das ist auch so ein bisschen, das kann man, dasselbe, was man beim Guten nicht erwarten kann, man kann nicht erwarten, dass für jede gute Tat auch was Gutes zurückkommt. Manchmal muss man auch grundlos, also ohne man einfach mal, manchmal muss man auch grundlos nicht, aber manchmal muss man auch was tun, ohne dass man was zurückkriegt. Das ist manchmal schmerzhaft, aber ja, manchmal muss man auch, dafür tut man irgendwann mal was Schlechtes und kriegt dafür nicht gleich Payback. Das war jetzt sehr ausführlich. Ich hoffe, es ist halbwegs so rübergekommen, wie ich es sagen wollte. Es ist sehr viel. Ich könnte dann jetzt noch stundenlang in die Tiefe gehen, könnte noch einen Podcast darüber machen. Aber ja, ich hoffe, das ist jetzt halbwegs angekommen und hat euch nicht abgeschreckt. Und ihr seid jetzt, habt jetzt noch nicht abgeschaltet. Kommen wir zur nächsten Frage. Dein größter Wunsch momentan. Mein größter Wunsch. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich bei den Fragen immer.
wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, momentan mein größter Wunsch ist, dass ich mit mir selbst und mit meinen Problemen klarkomme, also mit meinen körperlichen und mentalen Unstimmigkeiten. Ja, das in letzter Zeit geht es mir nicht gerade optimal, um es so auszudrücken, um es so zu sagen. Da gibt's bei mir mal gerade einige Probleme und Schwierigkeiten, die mich gleichzeitig beschäftigen, die mich momentan gleichzeitig quälen, und gibt es einige Sachen, die schwierig sind momentan. Und das ist gerade mein größter Wunsch, dass ich mit den Sachen zurechtkomme, dass ich damit klarkomme und die Probleme bewältigt bekomme. Und mit dem ist nicht alles Problem, aber auch mit manchen Schwierigkeiten zurande komme. Ja, das ist mein Wunsch gerade. Das wäre der Wunsch.